Ah, von uns aus kann es losgehen. Gut. Ich habe sofort gesagt, Herr Beek, Sie bitte. Als ich das so gesehen habe, sofort, Herr Beek, Ihr Einsatz bitte. Als sensationelle Flanke. Pass auf, guck mal, um 16:28 30 rufe ich den Jingle ab. Willst du noch vorher was Lustiges sagen? 25 zu starten. Naja, 3 Minuten ist ja nicht mal ein akademisches Viertel. Also heute ist hier Trash. Ja, heute mein Trash. Aber hört er mal so gut. Fabian Reese ist wieder dabei. Ja, wir haben auch Yoga-Tee. Ruhe im Karton. Wir fangen jetzt erstmal an. Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio. Der hat einen Jori-Kalender gekriegt. Einen Jori-Adventskalender hat er gekriegt. Hab ich nicht, nein. Aber ich hab gehört, es gibt Trash heute. Ginger, Ingwer, Manuka-Honig. Das ist lecker. In meinem Leben, ich kann mir sowas ja nicht leisten. Manuka-Honig ist ja so teuer. Da kostet so ein kleines Becherchen irgendwie 130 Euro. Ja. Und das ist halt Manuka-Honig. Aber nur der 800er. Tee. Ja, das ist der 900er. Da muss ich sagen, danke, weißt du, für diesen Kanal. Vom RBB Tee, haben wir den bekommen. Ist privat finanziert, Freundinnen und Freunde. Ja? Oder müssen wir Compliance-Regeln, müssen wir ja mal ein bisschen aufpassen. In dem Fall möglicherweise sogar von mir, aber da gibt es eine gewisse Rotation zwischen mir und meinen Kolleginnen. Also die Tasse alleine, also der Tee da drin, kostet wahrscheinlich 12 Euro das Glas, oder? Bei dem bestimmt. Hört sich mal. Aber wir sind ja auch seine besten Freunde hier beim RBB, weißt du? Da genießen wir das natürlich auch mal. Ganz angenehm ruhig an, finde ich, fast schon adventlich. Ich hatte kurz überlegt, ob ich Lebkuchen mitbringe. Dann habe ich mir gedacht, na, die Herren achten ja sehr auf die Gesundheit und die Linie. Und den hättest du ruhig mitbringen können. Und es geht ja jetzt erst los mit der Adventszeit. Wir wissen von Christian Beek, am 26., 27. schmeißt er alles weg. Richtig. Wird die Bude radikal leer gemacht, dann fliegt das ganze leckere Zeug raus. Axel ist da nicht ganz so streng. Ich habe mal eine Frage an euch beide. Wie ist denn mit euch bei euch schon, jetzt war Totensonntag ist ja zu Ende, gestern war der erste Advent. Wie sieht es denn zu Hause aus mit Schmücken? Wer war in der Kirche am ersten Advent? In der Kälte. Kirche. In der Kälte waren wir alle in der Kirche. In der Kirche? Ja, in der Kirche. Ja, wir beide jedenfalls nicht. Wir sind Ossis. Ossis gehen nicht in die Kirche. Das ist auch eine Kirche, die war auch nicht ganz unwichtig. Ja. Ich war nicht in der Kirche also, und der geschmückt Kirche. Ist. Ich war in der Kirche. Ich habe sogar heute, für die, die mich nicht sehen können, ich habe tatsächlich mal einen Weihnachtspulli an, weil ich mir dachte, Menschen wie Axel und Christian gefällt das. Und deswegen, das stimmt. Sehr schön. Ja, fällt mir. Vielen Dank. Wir sind alle in schwarz gekleidet. Also das hätte zu Totensonntag besser gepasst. Aber die Aufdrucke sind lustig. Und denn? Was willst du wissen? Geschmückt, ja. Also eine Lichterkette in der Einfahrt. Und Adventskalender gibt es. Meiner ist nicht mit was hast du vorhin geraten? Yogi. Nee, Tee, Adventskalender. Nüsse. Ich esse doch so viele Nüsse. Und es gibt eine überteuerte Nussfirma, die macht einen Adventskalender. Ja, das habe ich ja auch gesehen. Ja. Und den hat mir meine Frau zum zweiten Mal in Folge geschenkt. Und ich habe heute Morgen also in einer Besprechung mit Dennis Wiese und Jakob Rüger gesessen und habe dabei Pistazien gepoolt. Weil die im Adventskalender am ersten Tag. Und du waren. Hast bestimmt so einen Milka Teddybär Adventskalender, oder? Ich sag euch nur eins. Meine Frau ist die Königin des Schmückens. Wir haben, glaube ich, auf dem Dachboden, ich schätze mal so 8 Kisten. Und dann so überall eine schöne Lichterkette. Also ich muss sagen, Schatz, das machst du großartig. Also wirklich, ich sag mal, sieht aus wie in so einem amerikanischen Kaufhaus bei uns. So, also ich mag das Schmücken. Aber mit Adventskalender, ihr seht es ja, nichts. Was sehen wir denn? Nichts ist. Ich denke, letztes Mal habt ihr noch gesagt, ich hätte abgenommen. Habt ihr gesagt, ich würde fit aussehen. Ach so. Siehst du? Großartig. Also wenn ich mal so alt bin wie du, möchte ich auch so aussehen. Er trägt ja heute auch kein Käppi, ne? Axel Kruse ohne Käppi im Studio. Er sagt ja. Sehr mutig, viel Selbstvertrauen. Ja. Also. Genau, was haben wir noch gelernt? Axel hat kurz vor Weihnachten einen 3-stündigen Friseurtermin. 2-stündig? Du hast es selbst erzählt. 1,5. Wirklich? Ja. Wir sind ja am 23. jetzt hier. Deswegen habe ich heute meine Haare mal. Ich zeige ja meine Haare mal hier. Also von hinten in der Regie, wenn einer von hinten da irgendwie einen Schuss macht, geht dann ja bin ich richtig sauer. Ich meine. Von vorne sieht man es nicht so, aber ich habe so eine Platte und deswegen muss ich mich um jedes einzelne Haar kümmern. Und wenn man so alt ist wie ich, ihr werdet da auch noch hinkommen, dann werdet ihr eure Haare zu schätzen. Aber man sieht das auch schon von vorne, dass da hinten eine Platte kommt. Das ist aber gemein, ne? Wenn man Christian Beek Haare hat. Aber Christian Beek hat quasi als
vorweggenommene Abbitte, 15 Jahre als Profi, eine völlig bekloppte 3mm Frisur genau. getragen, obwohl er super Haare hat. Ja. Übrigens, was ja. mir jetzt gerade bei dir auffällt, ne? In deinem Alter, ne? Ich meine, ja. du bist ja ein ganz junger Kerl. Warte mal, wenn du in meinem Alter ja. bist, also die Geheimratsecke da ja. Auf der Seite. Die arbeitet auch hart. Ganz ja. hart. Also wirklich, da ist so viel. Irgendwo muss dort der Druck hin. Aber Geheimratsecken hatte ich schon mit 19. Denken ist auch arbeiten. Ja. Ah ja. Aber also. Nicht denken manchmal auch. So, das könnten wir jetzt ganz lange nicht einfach so fortführen. Manchmal auch. Ja, wollte ich, euch, ich wollte eigentlich ganz anders einsteigen. Ich hatte heute ein unglaubliches Erfolgserlebnis. Ich habe heute Morgen, auf Hinweis meiner Frau, als die schon längst bei der Arbeit war, schrieb die mir, dass in den Bürgerämtern bei der Terminsuche Bewegung drin ist. Ich habe mir heute Morgen einen Termin gemacht, um meinen Personalausweis neu ausstellen zu lassen, weil der nach 10 Jahren abläuft. Und ich war heute Mittag auf dem Bürgeramt in Neukölln. Man musste irgendwo hin, ich wohne ja ganz woanders, aber bin nach Neukölln gefahren mit der U-Bahn von hier aus, hat wunderbar funktioniert. 13:48 war der Termin. Um 13:54 war ich tatsächlich dran. Sehr freundlicher, was sind die? Das sind keine Beamten, das sind Angestellte. Ganz nett, hatte zum Glück noch ein halbwegs adäquates Passfoto mit. 6 Minuten später wieder raus. Alles erledigt, in 3 Wochen habe ich einen Personalausweis. Das kann nur ein prominenten Bonus gewesen sein. Also das habe ich noch nie gehört. Also in Kleinmachnow ist das so, wie du sagst, da passiert ja, das genauso. Kleinmachnow ist auch außerhalb dieser Stadt. Die kommen also, noch zu dir. Also, Herr Kruse, können wir bei Ihnen den Personalausweis neu machen? Genau, ja? Aber das ist eine... Das ist gut, stark. Also, ich, ja. also das ist bei mir noch gar nicht so lange her. Ich hab da 10 Wochen gewartet bis zu so einem Termin. Tagesaktuell da war ich in Wilmersdorf. Ja, ich hätte sonst morgen, den habe ich mir vorher gemacht, den Termin, sonst morgen nach Marzahn gemusst, was sagen wir mal, möglich gewesen wäre, aber für mich hier aus Charlottenburg kommen noch schwieriger. Aber Axel wollte jetzt auch noch die Zeit, nehmen wir uns einfach kurz erzählen. Also nee, als Prominenter also ich musste, nein, das stimmt überhaupt nicht, in Kleinmachnow. Du bist prominent und du wohnst in Kleinmachnow. Nein, ist nicht so wie beim RBB, in Kleinmachnow wird man nicht bevorzugt. Überhaupt nicht, das sind alle Leute gleich und ich musste meinen Ausweis auch neu beantragen. Das war großartig, also Karte gezogen, okay, ich habe 20 Minuten gewartet, rein, und jetzt habe ich einen neuen Ausweis, schon mal nebenbei. Aber dass du heute beantragst und dann heute auch noch einen Termin gekriegt hast und für Berlin, also nachdem man sonst 3 Monate warten musste und damit mit diesem Termin auch schon gehandelt wurde, also von daher Respekt. Aber vielleicht liegt es auch daran, weil ich Samstagabend natürlich bei der Verleihung Sportler des Jahres in Berlin war, musste ja da ein bisschen gucken. Da hat er den Büroleiter kennengelernt. Nee, aber war das nicht ein Wahlkampfversprechen von Kai Wegner? Der ist der einzige regierende Bürgermeister, der im Amt jetzt nicht schon einmal, sondern 2-mal bei der Sportlerwahl war. Der Mann hat ja tatsächlich ein Sportinteresse und saß da. Und ich habe das jetzt nicht mit ihm direkt ausgefochten, aber vielleicht lag es auch ein bisschen daran. Kai Wegner, wie du sagst, absoluter Herr Thaner, ne? Also Mitbegründer des Fanclubs im Bundestag, hat ja im Bundestag gesessen und wie gesagt, passt natürlich. Hertha-Mitglied beziehungsweise Hertha-Fan und dann ist das, dann läuft das auch, ne? wenn man bei Hertha mit drin ist. Wenn es ein Unioner wäre jetzt, ob das denn so geklappt hätte, das weiß ich jetzt nicht. Aber warte mal, wir sind ja kurz davor. Ja? Also ganz kurz davor. Wir haben ja jetzt alles, was wir geben konnten, haben wir in die Politik gesteckt. Ich dachte, Zingler wird irgendwann Bundespräsident. Aber das kommt jetzt, danach, ja. Das muss der Oliver ja zuschlagen, ja, mit einem richtigen Mandat. Und dann schauen wir mal. Das ist ja immer ein guter Moment für mich, um zu sagen, komm, wir machen Fußball, denn es wurde ja gespielt und manches war gar nicht so schlecht. Und dementsprechend blicken wir zurück. Übrigens Folge 197 heute, glaube ich. Korrekt. Mein Name ist Dirk Walzdorf, ich arbeite beim RBB im Sport. Das ist Axel Kruse, der Mann mit der wunderbar leuchtenden Frisur. War früher mal bei Hertha BSC aktiv, neben ihm Christian Beek, der Ur-Unioner. Mir fällt auf, wir machen das jetzt schon so lange, dass ich wirklich in den Begrüßungen es schleifen lasse, meistens auch überhaupt nicht mehr sage, wer ich eigentlich bin. Nicht, dass es wichtig wäre, aber wenn du so ein Handbuch lesen würdest, wie podcastet man richtig, würde da wahrscheinlich stehen, stellt euch mal vor. Habe ich jetzt im Rahmen meiner Möglichkeiten gemacht. Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, wollen wir zurückblicken auf das, was war, idealerweise mit ein bisschen Musik im Hintergrund, denn... Nachspiel. Fangen wir mit Sieg oder Niederlage an? Lass du doch mal hoch. Lass du doch mal hoch. Die Reihenfolge einhalten, bitte. Die historische Reihenfolge halten wir in dem Fall ein. Es begab sich also zu der Zeit, sage ich oft, aber in der Weihnachtszeit sagt man es ja gerne, dass Hertha BSC beim schnuffeligen Sportverein in Magdeburg antreten musste. Wir erinnern uns, vor einem Jahr gab es dort ein Zweitligaspiel mit 10 Toren.
10 Toren. Das erste für Hertha, die letzten für Magdeburg. Diesmal weniger Tore, aber aus Berliner Sicht auch eine deutlich bessere Verteilung. Oh, Mohamed El-Hakouri zimmert das Ding flach unten rechts rein und Magdeburg jubelt. Boah, Ausgleich, Sheahand mit dem 1:1. Und das war ein sehr schöner Treffer von Darry Sheahand auf dem linken Flügel, der links außen hat da viel zu viel Platz im Strafraum. Der Magdeburger links drin, legt den Ball auf den rechten Fuß und das kann der. Und der dreht ihn wunderbar in die rechte Torecke. Keine Abwehrchance für Dominik Reimann. Und jetzt steht es also 1:1 zwischen Magdeburg und Hertha BSC. Die Hertha dreht das Spiel, Ecke von der rechten Seite, wird dann einmal verlängert. Und dann Niederlechner aus 3 Metern mit dem Kopfball, der von einem Magdeburger auf der Torlinie noch versucht wird zu klären von einem Magdeburger Feldspieler, klappt nicht, Ball geht ins Tor hinein. Niederlechner jetzt mit dem 2:1 für Hertha BSC. 30 Meter vor dem Kasten, der Magdeburger Ball rausgelegt auf den rechten Flügel. Versucht dann nochmal reinzugehen in den Strafraum, auf den zweiten Pfosten gelegt. Dann ist da die Gelegenheit per Kopfball und zum 3:1. Und das ist dann wohl die Entscheidung. 3:1 für Hertha BSC. Und Lukas Schuler, ausgerechnet der ehemalige Magdeburger, macht hier das 3:1. Ja, heute ist, glaube ich, ein Grund zur Freude, weil wir bei keinem einfachen Gegner gewonnen haben. Es ist nicht so einfach, hier zu spielen. Ich glaube, dass wir auch nicht alles richtig und gut gemacht haben. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber ich glaube, wenn du 3:1 gewinnst in Magdeburg, kannst du schon zufrieden sein. Zur Wahrheit gehört in meinem Fall, dass ich das überteuerte Pay-TV anhatte. Und als ich gegangen bin, hat Magdeburg noch geführt. Dann macht man den Audio-Livestream an, weil man unterwegs ist, wie es gehört, auf der Inforadio-Seite, in der Inforadio-App. Und schon purzeln die Tore für Hertha BSC. Juhu, Axel. Erstmal, ich finde, nicht nur bei dem Spiel, sondern insgesamt, Christian Fjell hat immer gute Einschätzung. Also der redet sich zumindest nicht um heißen Brei rum. Also ich finde, das muss man auch mal loben. Also er hat schon einen guten Blick dafür, was gut und was schlecht war. Ja. Wenn man guckt, erste Halbzeit, hatte man wieder das Gefühl, Handbremse. War so, ja, irgendwie, ja, ganz gut gestanden, aber man hatte trotzdem immer das Gefühl, man versucht doch mal ein bisschen mehr, ihr habt doch eine gewisse Qualität da, seid doch mal ein bisschen mutiger. Abschlüsse, glaube ich, ne? So, ja, aber es war ein bisschen dünner. Man hat dem Gegner wieder das Spiel überlassen, mehr Ballbesitz überlassen. Ich finde, das ist eben unnötig. Ich war geneigt, Anfang der zweiten Halbzeit beim Gegentor zu jubeln, weil ich gedacht habe, jetzt machen wir denn endlich was. Und so war es ja denn auch. Also natürlich ist der Ausgleich auch bedingt durch den Fehler von dem, weil man hat ja heutzutage das Gefühl, dass kein Spieler in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga den Ball wegkloppt. Zum Glück kloppt er ihn nicht weg. Dann Kenny klaut ihm den Ball, spielt ihn rüber zu Sheahand. Und der kommt dann endlich auch mal zum Abschluss. Der hat ja ganz, ganz viele Möglichkeiten immer, wo er sich irgendwie falsch entscheidet, die falsche Seite dann mitnimmt. Aber in dem Fall wunderbar nach innen. Und das ist auch so ein Ding, das kann der für sich selber auch noch mal so betonieren. Weil er hat ja eine gewisse Grundschnelligkeit, einen guten Abschluss, bupp, nach innen und ins lange Eck. Der wird nicht immer drin sein, aber ja, also auf jeden Fall öfter. So, und man hatte dann das Gefühl, dass die Mannschaft unbedingt das Ding drehen wollte. Natürlich hast du ja ein bisschen Glück beim 2:1 nach einer Ecke, weil bei Ecken sind wir jetzt nicht so besonders Gefahr. So, und 3:1 dann obendrauf. Also, was will ich sagen? Das Spiel, ein schwieriges Spiel, wie Christian Fjell gesagt hat, aber man muss ja auch mal eins sehen. Magdeburg, ich glaube, die haben seit irgendwie 9 Monaten haben die kein Heimspiel gewonnen. Und ich finde, wenn du dann ein bisschen mutiger bist, dann betonierst du das bei denen noch ein bisschen mehr auch im Kopf. Und dafür, finde ich, haben wir in der ersten Halbzeit ein bisschen zu wenig gemacht. Und man hat eben gesehen, wenn du mehr machst, wenn du offensiv ein bisschen mehr auch auf Ballbesitz gehst, vorne besser attackierst, was wir auch für Möglichkeiten dann haben. Und deswegen insgesamt, finde ich, ein verdienter Sieg. Was immer wichtig ist für die Mannschaft, dass du weißt, du kannst zurückkommen. Mhm. So, wenn oft ist ja so, wenn man kriegst 1:0, dann bricht alles auseinander. Nee, du kannst zurückkommen und kannst so ein Spiel drehen in einem schwierigen Umfeld, was Fjell gerade gesagt hat. Also von daher, insgesamt muss man sagen, wenn man die Tabellensituation sieht, brutal wichtiger Sieg nach den Spielen zuvor. Was hatten wir da aus 3 Spielen, glaube ich, 1 Punkt gemacht. So, das ist, glaube ich,
mehr als wichtig. Ja. Ballverlust von Massa vor dem 0-1. Also ist ja schon. Das passiert ja dann. Das kann ja auch, also hat er gut verteidigt. Also das war gut gestört von dem Magdeburger. Das Pressing auch wirklich gepasst. Ich fand den Schuss jetzt nicht so stramm, dass man da vielleicht nicht doch mal auch da sein hätte können. Also sehr, sehr platziert. Aber es war der Türöffner für Hertha, weil dann waren sie eigentlich wach. Und dann spielten sie konsequenter nach vorne, weil sie nach vorne natürlich für die zweite Liga eine Top-Qualität mitbringen. Ja, also die haben mit Scherhan, mit Niederlechner, mit Maser, mit Cuisant. Also es ist schon gut. Also das so ist schon und bloß wenn die dann loslegen wirklich und dann auch dürfen und die Gegenwehr fehlerbehafteter wird, und dann machen sie halt die Buhnen. Aber dass jetzt zwei Kopfballtore dann noch folgen, also die Dreierstaffette zum Schluss und Schuler macht dann auch noch, das war dann schon ein bisschen beachtlich. Trotzdem hast du eben gesehen, genau wie du es gerade gesagt hast, also wir sind ja offensiv besser eigentlich als defensiv. Und das heißt, worauf warten wir immer? Wir ganz eklatant war es ja gegen Ulm. Also wenn wir, ganz schlimm finde ich ja, wenn wir in Führung gehen. Ja. Wenn wir in Führung gehen, dann ziehen wir uns wieder zurück. Ein bisschen besser, da hast du ein bisschen professioneller dann verteidigt oder auch die Zweikämpfe geführt, nachdem man dann auch vorne lag. Sah dann anders aus. Gegen Ulm ist man dann wieder so vom. Ist ja mal diese Zweikampfüberzahl, die man dann erzielt oder dem Gegner zulässt und dann kommst du halt ins Hintertreffen, dann werden die Chancen intensiver. Ja. Aber es war besser. War, wie du gesagt hast, schlecht in Magdeburg. Massa, natürlich verliert ein Mittelfeldspieler mal einen Ball. Das ist ja so völlig normal. Ich finde viel eklatanter, dann hat man natürlich gesehen, dass er auch schon etwas älter ist. Toni Leistner mit einmal Arschwackeln ist der dann nach innen gegangen. Also ich finde, da kannst du ein bisschen konsequenter verteidigen und ein bisschen besser hingehen. Und dann, ja, darüber habe ich auch diskutiert mit einigen meiner Freunde. Also ich hätte jetzt gesagt, kann er nicht halten. Aber viele haben gesagt, oh, der ist jetzt nicht so scharf. Und also mein ehemaliger Trainer hätte gesagt, den Ball konntest du unterwegs aufpumpen. War der so dünn? Ja, das finde ich hart. Ich glaube, es ist ein typischer Ball. Wenn er den hält, dann sagst du nach, oh, der war nicht leicht. Oder war schwer. Naja, das war natürlich eine überraschende Szene für alle, dass da der Ballverlust stattfindet. Deswegen ist Leisten auch unorientiert. Dann traut er sich nicht, weil er weiß, dass er zu langsam ist und der zieht auf einmal ab. Ja, das macht er ja vorher immer ganz, ganz geschickt. Also er geht nicht in die Zweikämpfe, die für ihn gefährlich werden. Genau. Aber wenn er dann drin ist, fault er eigentlich. Ja, so, das und war dann zu schnell, dann falsch antizipiert und dann war die Situation tot und dann hinten. Weil der Keeper auch nicht auf dem Posten. So, und dann ist natürlich die Frage, wann wir drüber reden. Aber weil du gesagt hast, nach dem 2-1 war das dann auch alles trotzdem noch ein bisschen. Rese kam mutig, dann rein, genau, das war eine andere Atmosphäre Rese auch im Spiel. Siehst du gleich, ist es beim 3-1 auch davor. Eine Szene links. Und ihr habt ja mir und allen Hörerinnen und Hörern ausführlich beigebracht, warum das alles seine Zeit braucht, wenn man lange verletzt war, warum das überhaupt nicht das Gleiche ist wie im Training. Und trotzdem, glaube ich, haben alle Herthaner kurz so gedacht: Ach, guck mal, der ist da drin. Und im ersten Moment denkst du, ist aber noch eine ganze Menge von dem da. Du darfst doch nicht fehlen. Was ein ganz wichtiger Punkt ist, unterschätzen die meisten Leute, wenn der reinkommt, die Magdeburger gucken da auch hin. Die sehen auch, oh, jetzt kommt der auch noch. Aber gleich zweimal hinterher geguckt. Ja, aber es geht auch viel um Kopf. Und es ist halt, wenn so ein Spieler wie Rehse, also das ist an Magdeburg nicht vorbeigegangen, dass der letztes Jahr da überragend performt hat. Und da sind die dann schon mal gleich ein Ticken vorsichtiger. Ja, ist normal. Und von daher, also war übrigens wichtig, hat man gemerkt für ihn auch selber, dann nach 4 Monaten wieder reinzukommen. Ich kann mal ganz kurz hören, was er selber gesagt hat. Ich habe mir noch einen Fabian Rehse hier hingelegt. Grundsätzlich freue ich mich, reingekommen zu sein, das Spiel gewonnen zu haben, nach einer langen Leidenszeit wieder Minuten auf dem Platz zu haben. Bei dem 3-1 mitbeteiligt gewesen zu sein und einfach dem Team helfen zu können und einfach sehr glücklich, das auszuüben, was ich am meisten liebe. An seinem 27. Geburtstag macht er sich selbst ein Geschenk. Ja, bitte. Hat eine Torbeteiligung und macht doch Hoffnung und sorgt dafür, dass Hertha bei der Führung nicht so sehr ins Verwalten kommt, sondern weiter nach vorne spielt. Und einen Dreier geholt und den Abstand zur Spitze. Alles im Rahmen. Ja, ist ja so komprimiert dieses Jahr. Mal sehen, was da noch passiert. Vor allem, Magdeburg muss man ja auch mal sagen, die hatten schon 21 Punkte. Richtig. Natürlich mit einem Sieg. Ja, wenn du das Spiel nur unentschieden wäre, wär blöd. Also deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Aber nun kommt der in Heimspiel. Jetzt kommt erstmal ein Pokalspiel. Nee, erstmal kommt Pokal. Ich bin froh, unsere Heimspiele sind ja Auswärtsspiele. So deswegen, ich freue mich auf das Auswärtsheimspiel in Köln. Dann auswärts heim in Fürth. So, und dann wird es wieder fies. Dann wird es wieder schwer, weil dann spielen wir zu Hause, sprich auswärts, gegen Münster. Höhere
Fußball, ja. Mathematik mit Axel Kruse. Aber unterm Strich schießt Hertha 3 Tore und holt ganz wichtige Punkte in der zweiten Liga in Magdeburg. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht, was nicht so leicht ist, weil atmosphärisch ist ja irre. Aber ja, ist auch eine komische Mannschaft, wenn die zu Hause überhaupt nichts auf die Kette kriegen. Also Magdeburg meine ich jetzt. Schlechtes Vorbild für Hertha. Ja, aber Magdeburg, ja, das ist auch, die wollen viel Ballbesitz spielen so, und haben die Qualität nicht. Finde ich jedenfalls. Also es ist einfach, ja. Und Christian Titz, ne, das ist der Trainer? Ja, das, ja. Der, ich finde die Art zu spielen nicht schlecht. Die bauen auch immer den Torwart mit ein. Mhm. Ist übrigens dann ganz schwierig, ja. Vorne zu attackieren. Wenn der Torwart mit drin ist, entweder... Das hat der doch beim HSV so etabliert, mit dem Hochschwinde, genau. Die Heuer. Aber das ist halt bei, der, unter Christian Titz bei der Spielerqualität ein bisschen zu optimistisch. Also das kann man... Das, eigentlich darfst du das gar nicht so spielen, weil du läufst ja immer in Gefahr, einen zu bekommen. Absolut. Du kriegst ja keine Ruhe ins Spiel, weil die Spieler, die du hast, das nicht können. Deswegen habe ich das ja vorhin gesagt. Ich verstehe ja auch nicht. Guck mal, erste und zweite Liga. Ja, das ist, es scheint eine Schande zu sein, den Ball wegzukloppen. Einfach mal so bei dem 1-1, ich meine für uns in dem Fall gut, der anstatt, also er hat sich erstens nicht orientiert, dann stoppt er den Ball, so weit kann ich den gar nicht schießen. Und dann kommt da einer dazwischen. Und wie gesagt, du hast deine Situation, also du schenkst ein Tor. Manchmal denke ich immer, Mann, schießt du einfach einen Ball weg, dann können wir uns wieder ordnen. Und gerade ja wenn ich schlimm. Mich vielleicht nicht, ich kann mich nicht immer orientieren. Wenn ich mich mal nicht orientiere, dann haue ich ihn halt weg und dann ist gut, ja. Absolut. Das ist dann so. Aber diese Konsequenz dann und diese Entscheidungsfreude, das einfach zu tun, ist halt auch immer so ein Thema, ja. Wenn du dann wahrscheinlich jeden Tag eingebläuelt kriegst, alles spielerisch zu lösen. Genau. Ich habe übrigens, deswegen habe ich es gerade gesagt, ich habe trotzdem Verständnis, dass du so spielen willst mit dem Torwart. Ja, ja. Weil wenn du richtig. Schön ist, macht auch Spaß, wenn's geht. Wenn du richtig attackieren willst, musst du mit 3 Leuten attackieren. So, und dann hast du hinten irgendwann ein bisschen Unterzahl. Was? Fehlt dir einer? Ja. So, also wenn du einen Ball kriegen willst, musst du mit 3 attackieren. Das haben wir ja gleich. Das geht ja dann auch, dass du dann hinten halt ein Thema reinkriegst. Ja, genau. Ich dachte gerade, was für eine wunderbare Überleitung mit du schenkst ein Tor. Das war so. Das war früh. Die Union hat doch 2 geschenkt. Ja, ich wollte jetzt mit dem ersten anfangen, weil ich das ja sozusagen in das akustische Narrativ der Reportageneinspielung einbauen wollte. Und dann machen wir das doch einfach an der Stelle. Der erste FC Union empfing den deutschen Meister, Bayern 04 Leverkusen. Letzte Woche haben wir noch über Patrick Schick geredet, ne? Womit? Mit Recht. Aber der Reihe nach. 22.012 Zuschauer im Stadion an der Alten Försterei hatten wahrscheinlich noch nicht mal alle Platz genommen. Und da war Nick Hillmann als Reporter im rbb24 Inforadio schon gefragt. Oh, jetzt die Möglichkeit für Bayer Leverkusen, das 1:0 zu erzielen. Und sie erzielen das 1:0 bereits in der dritten Minute. Damit ist das eingetreten, was man beim ersten FC Union unbedingt vermeiden wollte. Ein frühes Gegentor, so früh, nach gerade mal etwas mehr als 2 Minuten. Damit hätten die Unioner wohl nicht gerechnet. Tor für den ersten FC Union. Endlich treffen sie wieder in dieser 30. Spielminute. Jong, der Torschütze zum Ausgleich, zum 1:1. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob es noch Diskussionen gibt oder ob dieser Treffer zählt. Aber es sieht so aus, als ob alles seine Richtigkeit hat. Und Union gleicht aus gegen Leverkusen zum 1:1. Das Tor für Leverkusen, Patrick Schick. Patrick Schick wenig zu sehen in dieser Partie. Und jetzt ist er da, nach dieser gut getimten Flanke, setzt sich vielleicht das erste Mal durch gegen Danilo Dukki, der ihn so gut bewacht hat über fast 70 Minuten in dieser Partie. Und die Gäste aus Leverkusen führen hier wieder mit 2:1. Ich fand meine Mannschaft eine gute Leistung, teilweise sehr gute Leistung abgerufen haben gegen eine Top-Mannschaft. Starten sehr schlecht im Spiel rein mit einem Fehler und machen trotzdem weiter und haben dann auch den Ausgleich gemacht, haben wirklich sehr, sehr wenig zugelassen. Und dann durch eine Einzelaktion in der zweiten Halbzeit verlieren wir leider das Spiel. Aber ich muss sagen, ich habe genossen, meine Mannschaft heute auf dem Platz zu sehen. Das war in viele Bereiche schon auch so, wie wir auftreten müssen. Union-Trainer Bo Svensson gönnt sich und hat genossen. Weil es in vielen Bereichen das war, wie er seine Mannschaft sehen will im Smalltalk, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, hatte ich den Eindruck, aber ich habe euch wie so oft nicht richtig zugehört, dass ihr da nicht 100% mit Bo Svensson mitgeht, aber vielleicht ja doch. Deswegen sprich selbst, Union-Experte. Ja, wenn ich ein Spiel verliere und dann von
Genießen meiner Mannschaft spreche, okay. Ist mir immer ein bisschen schwer gefallen, aber man muss natürlich heute nach draußen ein bisschen anders formulieren als früher. Ich glaube schon, dass es da innen drin sehr brodelt, weil du das Spiel so verlierst, weil das erste Tor darf ja so nicht passieren. Ja, vorne presst du nicht sauber, hinten irrt man so ein bisschen miteinander durch die Gegend. Dass Leverkusen intensive, schnelle, spritzige Spieler hat, ist jetzt nicht so neu. Und wenn dann vorne wirklich nicht sauber zugestellt wird und die Tiefe dann so offen ist, dann ist auch für Vogt die Langspielplatte. Ich bin zu langsam dann auch im Programm aufgenommen und dann reicht es halt nicht mehr. Und dann kriegst du schnell so ein Tor. Ja, aber das Schöne ist, also, und das, da hat der Bo für mich auch absolut recht, dass die Mannschaft insgesamt natürlich ein richtig gutes Spiel macht. Die sind auch am Limit aus meiner Sicht. Also da wirst du jetzt nicht mehr noch rauskitzeln können. Die spielt auch an ihrer am Qualitätsende. Da werden jetzt nicht noch Situationen kommen, wo wir noch ein besseres Spiel von Union sehen. Das haben sie über weite Strecken gezeigt, auch beim Tor über Benedikt Hollerbach und dann Jong, wo wir zwar auch ein bisschen Glück haben, aber nun ist endlich mal wieder auch ein Tor gefallen. Wir haben wenig zugelassen. Wir hatten einen deutschen Meister mit der Qualität sehr, sehr gut bespielt. Wir haben nach vorne immer wieder versucht, was zu machen, auch ein Tor noch zu schießen. Aber wir haben halt nicht mehr wir sind nicht mehr so zwingend bei Standardsituationen. Wir kriegen es nicht, so wie wir es mal in der Vergangenheit hatten, diese Torgefahr hin in Standardsituationen. Das hat man jetzt auch wieder gesehen. Das ist alles gut, alles okay, das ist auch alles ordentlich. Aber es ist halt auch nicht mehr da. Das muss man auch ganz klar sagen. Und dann fällt dann so 2-1, so, wo man dann von Einzelaktionen redet oder ein überragender wird. Also ich weiß nicht, die Flanke war so 35 Minuten oder 35 Meter in der Luft und der Abwehrspieler steht nun komplett falsch. Der Stürmer macht mit der Brust rein. Der Torwart ist auch nicht so richtig auf der Höhe. Renno, Döki, ob das dann 15 Millionen Ablöse sind, bezweifle ich mal kräftig. Aber der Meinung bin ich ja schon die ganze Zeit. Alles solide Abwehrspieler, da passiert das wahrscheinlich, aber so die Bahn freigeben. Ist halt schade, ja, weil er die ganze Zeit eigentlich ein gutes Spiel macht, den Gegner im Griff hat. Schick hat jetzt seine 48. Bude gemacht in 100 Spielen, macht man auch nicht so einfach. Er hat Ulf Kirsten den Schwatten abgelöst, der wird da wahrscheinlich ein bisschen sauer sein. Aber vielleicht kreiert er den nächsten Gin, ne? Kann auch sein. Ja, eigentlich gutes Spiel, wirklich tolles Spiel, aber es reicht dann für Bayer Leverkusen nicht. Weil es halt auf dem Moment so eine Mannschaft, die dann halt aus nichts dann auch ein Tor schießt. Ja, aber wenn wir jetzt das auskoppeln, gutes Spiel, tolles Spiel, sagt Christian Beek, dann ist das ja auch nicht weit weg von Bo Svensson, hat vieles genossen. Das ist ja, ich verstehe das, nee, ich kann nicht, wenn ich verliere, habe ich verloren. Also vielleicht hätte es mich einen Tag später, hätte es mich nochmal fragen können, aber in dem Moment hätte ich niemals gesagt, ich habe das Spiel meiner Mannschaft genossen. Er hat ja das, ich weiß, worauf der hinaus will. Ja. Weil wenn du mal ehrlich bist, ich meine, das war jetzt ein Gegner, der deutsche Meister. Das war jetzt nicht so. Und du hast im Prinzip gar keine Möglichkeit gegeben. Ich meine, wann übrigens, wenn man nur auf die Statistik guckt, 8-8 Torschüsse, das ist gar nichts. So, genau. Die haben nichts zugelassen. Ich fand es ein überragendes Spiel von Union, bis auf zwei Aktionen. Und du hast die beiden Aktionen ja beschrieben. Die erste, sag mal, die kann immer mal passieren. Wenn du mutig bist und vorne zustellst, dann ist es genau ein paar Zentimeter, weil du musst nämlich immer, wenn du so weit aufrückst, musst du den Ball führen, den immer attackieren. Du darfst ihm nicht die Möglichkeit geben, den Ball lang zu schlagen. Haben sie in dem Fall falsch gemacht? Wahrscheinlich wäre es cleverer gewesen von, wer war es da hinten drin? Der Vogt und Vogt Döki naja, in dem Fall Vogt, aus der Tiefe auch raus, ja. Wenn du das siehst, dass der da nicht hinkommt, um den zu attackieren, nach hinten absetzen. Aber wenn dann der lange Ball kommt, na dann ist Bayer Leverkusen so schnell, also die haben ja ein paar Hasen da drin, da kommst du denn nicht hinterher. Ja. So. Und, aber das kann, finde ich, immer mal passieren in so einem Spiel, wenn du so mutig zustellst vorne. Worauf ich hinaus will, und das hast du gerade gesagt, boah, das 2-1. Ja. Und ich meine, du bist hier der Innenverteidiger. Ich kann nicht verstehen, und das sieht man nicht nur bei Union. Guck dir bitte erste und zweite Liga Innenverteidiger, ich nenne die gar nicht mehr Verteidiger, die sind Innenaufbauspieler. Sehr gut. Da macht ja gar keiner, also ein Körperkontakt. Wenn ich schon sehe, dass aus dem Halbfeld, also früher aus dem Halbfeld, kann ich mich noch erinnern, ich habe die Leute gehasst, die mir aus dem Halbfeld eine Flanke gegeben haben. Dann waren so Kollegen wie Beek, die haben dir hinten den Ellbogen in den Rücken gehauen und dann hast du gesagt, aua, und hast nie einen Ball gekriegt. Weil es ist ja leicht zu verteidigen, alleine wie er steht. Ich dachte, was macht der denn da?
So, das gibt's einfach. Er orientiert sich, er guckt gar nicht, wo sein Gegenspieler ist. Und dann, also das war völlig unnötig. Ja, das Tor ist so, völlig unnötig. Also Jolly Sverrisson, der hing immer schon so dran. So, dann hat der, und dann sind sie beide zusammen umgekippt. Und dann hat der Sverrisson sich noch beschwert beim Schiri. Natürlich. Guck mal, der hat mich gefoult. Weil die Ball, und er hat auch noch einen Freistoß gegeben mit seinen blauen Augen. Hat er mir geguckt, also worauf ich hinaus will, dass diese Jobbeschreibung heißt Innenverteidiger. Und da muss ich erstmal so gut sein, dass ich die Bälle erstmal wegkloppe und nicht so. Ist ja ein einfaches Tor. Und ich finde, ganz ehrlich, der Torwart hat damit gar nichts zu tun. Null. Weil wie willst du das verteidigen? Aber der rauskommt, kann er nicht. Ja gut, aber weil er genau weiß, wenn er ganz auf der Linie stehen bleibt, dann kann er gar nichts machen. Also ich meine, das entsteht ja nur daraus, weil der sogenannte Innenverteidiger sich falsch verhält. Ja, dadurch wird der Rönne auch unruhig und will noch retten, genau, was zu retten ist, weil der erkennt das ja, dass hier ein Fehler sieht, weil der sieht ja den Ball und beide Spieler. Sieht genau, der will ja einfach mehr Raum abdecken. Ja, genau. Ja, wie ein Handballtorwart kam mal raus, aber das ist. Aber das ist jetzt kein Geistesblitz und eine überragende Aktion gewesen, das war einfach schlecht verteidigt. Fertig. Wirtz spielt eine Flanke auf einen Spieler, der mit einem Gegenspieler dasteht. Das ist jetzt kein Geistesblitz. Also wenn der übrigens 2,50 Meter Spieler, aber trotzdem. Ne? Und da wird eine Story draus gebaut. Ja, da war echt, Mann. Wenn der zum kurzen Pfosten kommt, kann ich sagen, okay, hat einen Kopf. Ja, okay. Ja. Übrigens das Tor Dortmund gegen Bayern. Ja. Das Tor von Dortmund. Von Dortmund, okay. Das Tor von Dortmund. Ja. War ja eine geile Aktion von dem Torschützen. Ja. War das Dortmund gegen Bayern? Wie war das? Also, ich weiß es. Im Dortmund gegen Bayern, das Tor war dieser sozusagen das. Nee, das meine ich nicht. Verliert und dann geht bestimmt jener gegen Leipzig. Geht dann ab wie sonst was. Das Tor von Union, meine ich jetzt. Das, okay. Tor von Union. Das Tor von Union, genau. Von so. Hollerbach, wo der links abgeht. Nein, der in der Mitte. Der in der Mitte, du siehst einfach, er sieht, der kommt da außen durch. Ja. Täuscht blank an. Ja. Der Verteidiger muss reagieren und dann kurz zum kurzen Pfosten. Da kann ich nur sagen, Der ist schwer zu verteidigen. Ja, ja. Aber bei dem Gegentor, der Schick stand ja nur in der Mitte, der hat gar nichts gemacht. Der stand in der Mitte da und hat den Ball dann mit der Brust reingedrückt. Und das geht nicht aus meiner Sicht. Schlussendlich ein grandioser Geniestreich. So, um 17 Uhr ist es jetzt exakt 17 Uhr, während wir es aufzeichnen. Um 17 Uhr kippt Christian Beek gelegentlich ins leicht Sarkastische. Weil Ironie transportiert sich im Radio ganz besonders schlecht, habe ich mal gelernt. Kein Geniestreich. Wir sind hier kein Radio. Nein, wir sind hier Podcast. Ja. Millionen Menschen hören euch nur und gucken euch nicht zu. Aber Millionen dichterische Freiheit von mir. Aber einige jedenfalls. Nun denn, schade. Also Union macht sehr vieles, sehr, sehr gut, aber steht am Ende ohne Punkte da und mit der ersten Heimniederlage dieser Saison gegen Bayern 04 Leverkusen. Leverkusen jetzt im DFB-Pokal gegen Bayern. Ganz geiles Spiel, live im Ersten. Bin mal gespannt. Und Bayern ohne Kane. Bayern ohne Kane. Übrigens bin gespannt. Noch ein kleiner Nachsatz, was ich immer sage für Union. Das Blöde ist immer, wenn du die guten Spieler nicht gewinnst oder nichts holst. Und das war eins der guten Spiele. Da solltest du dann eigentlich auch für Selbstvertrauen ein Pünktchen zumindest mal mitnehmen. Und weil nächste Woche fragt kein Schwein mehr danach. Ja. Und Union, wie gesagt, jetzt, ich glaube, sechs Spiele nicht gewonnen. Genau, und fünf Pflichtspiele, also fünfmal Bundesliga nicht gewonnen. Ja, so war das. Und Pokal ja auch ausgeschieden. Mhm. Und deswegen ist so mit dem Genießen, ne? Das fällt mir dann, ich verstehe das, ja. Ich weiß auch, wo die Reise dahin gehen soll, weil es war ja wirklich auch ein gutes Spiel. Aber du hast halt nicht gewonnen. Ich weiß ja auch, was du meinst. Also. Das fällt mir sehr schwer, etwas zu genießen, weil ich halt das dann nicht gewonnen habe, das Spiel. Und wenn man das jetzt dann so nach und nach, was denn so alles auf ein, so wie du es auch gesagt hast, ein richtig, richtig gutes Spiel gewinnst du da nicht und holst gar nichts, das nagt immer am Selbstvertrauen. Und wenn du dann ein paar Spiele vorher auch nicht gewonnen hast, dann ist das noch ein bisschen intensiver. Und daher, müssen wir dann halt Antworten nächste Woche finden. Ja, wird auch spannend. Nächste Woche, Freitagabend Union in Stuttgart, kommen wir noch drauf. Nun aber gucken wir ein bisschen in die Vereinswelt und wieder gäbe es viele Möglichkeiten, die Dinge zu erörtern. Aber das Thema in Charlottenburg. Könnte ja nun vieles sein. Das ist ja ganz klar. Ich meine, im Gegensatz zum ersten FC Union sind wir ja noch im Pokal vertreten. Natürlich. Also auch im Pokal wollte ich auch mal sagen, im Pokal kriegen wir nur in die Fresse. Und deswegen wollte ich das auch mal sagen, dass wir noch vertreten sind. Union ist gegen einen Zwölftligisten ausgeschieden, glaube ich, oder irgendwie sowas. Nein, aber bei uns ist das Thema natürlich. Du musst kurz das Oberwasser aus dem Raum kippen. Ja. Also, das ist ein Tsunami, was hier durchrollt, oder? Gibt es doch nicht.
Auf jeden Fall, ja, unser Thema ist natürlich am Mittwoch das Spiel in Köln. Ich bin total froh, dass das in Köln stattfindet. Also nicht nur, weil wir besonders gut sind im Moment auswärts, ja, sondern, und da sind wir den Kölnern ja gleich, wir haben es ja unnachahmlich drauf, so eine gewisse Euphorie und dann zu verkacken. Haben wir ja gesehen, letztes Jahr gegen Kaiserslautern. Es gibt Vereine, die das noch besser können als Hertha. Nicht viele, aber vielleicht Köln. Und deswegen, weil die zu Hause spielen, also da sind auch alle wieder euphorisch. Also die sind ja schon DFB-Pokalsieger. Kennen das ja in Köln. Ist wirklich, die werden alle behandelt wie Topstars. So, und deswegen glaube ich, da ist die Euphorie da. Und deswegen haben wir gute Chancen, da mal Batsch-Batsch zu machen und ins Viertelfinale einzuziehen. Ist ein von zwei Gesichtspunkten wichtig. Mhm. Zum einen das Sportliche, so, dass du mal eine kleine Serie startest, dass du auch siehst, boah, du kannst auch bei so einem Gegner wie den 1. FC Köln gewinnen. Und zum Zweiten, Mané, wir brauchen Kohle. So, also von daher, ich glaube, Viertelfinale, ich weiß nicht, was das bringt, aber 2,5 Millionen bestimmt extra. Ich glaube, jeder Cent ist gut. Ja. Zu Hause, im Viertelfinale. Ja, und die Hütte ist ja da voll, kriegst du die Hälfte der Zuschauereinnahmen. Gegen Leverkusen raus, hast vergessen. Meinst du? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, dass das Spiel am Mittwoch um 18 Uhr ist, komplett live zu hören in der Inforadio-App und, dass ich das in meinem Leben mal sagen darf, live im ZDF. Was ist denn da los? Ist so. Er findet das so gut, solange das nicht bei den Bezahlleuten ist, findet er das super. Natürlich. Ja, absolut. Also er würde auch Werbung machen für Astro TV. Hauptsache, es ist nicht bei... es wurde eingestellt, habe ich gelesen. Astro TV wird das eingestellt. Astro TV. Kennst du nicht, ne? Nee, mir geht es so noch gut genug, vielen Dank. Es sind meiner Meinung nach drei Spiele in dieser Runde im frei empfangbaren öffentlich-rechtlichen Fernsehen, nämlich im ersten Bayern gegen Leverkusen und im ZDF Köln gegen Hertha und dann glaube ich auch noch Leipzig, gucke ich schnell nach. Na, Leipzig gegen Frankfurt, auch kein schlechtes Spiel, ist auch im ZDF. Wo wir gerade bei den Übertragungsrechten sind, sag mal, du bist ja der Insider, du könntest ja jetzt zum Beispiel schon mal raushauen, hat denn die ARD weiterhin auch nächstes Jahr die Übertragungsrechte? Gibt es die Sportschau so in der Form weiter, ja oder nein? Ist noch nicht raus, oder? Erste und zweite Liga-Zusammenfassung, Samstag, 18 Uhr. Und wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen. Weil wir darüber nicht reden, weil wir Verfahrensbeteiligte sind und deswegen... Dann spricht doch nicht drüber. Am Donnerstag wird das alles verkündet. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, jetzt könnte man, ich kann einfach nicht noch mehr sagen. Ich würde eigentlich gerne zu dem, was durchgesickert ist, am Wochenende gerne was sagen, weil das ist natürlich wirklich herrlich. Da muss man aber in Zukunft viel Geld zusammenkratzen, wenn man die ganze Bundesliga sehen will, falls das der Fall ist. Aber wie gesagt, wir wissen alle noch gar nichts offiziell. Das hast du sehr gut erkannt. Wir wissen nichts offiziell. Ich kann euch nur sagen, Leute, Radio hören ist eine super Sache. So, aus Leidenschaft tun wir hier alle drei sehr gerne. Und wie gesagt, die Pokalspiele von Hertha und nächste Saison auch von Union auch immer komplett live, zumindest digital, bei sportschau.de in der Sportschau-App und bei uns auch in der Inforadio-App. So, und der erste FC Union spielt also nicht Pokal, aber das macht den Köpenickern ja nichts, denn irgendwas anderes ist in diesem wunderschönen Teil Berlins auch immer los. Das Thema in Köpenick. Also die alte Leier, ne? Wir müssen zusehen, dass wir Tore schießen. Das ist zu wenig. Das ist nach wie vor zu wenig in der Offensive. Es war ein bisschen besser gegen Leverkusen. Aber es ist schon eine merkwürdige Angelegenheit, dass auch so ein Spieler wie Benesch keine Chance kriegt. Nicht wirklich zum Zuge kommt mit einer Startformation, was da trainingsseitig genau läuft. Würde mich auch mal brennend interessieren. Jordan hat jetzt nicht gespielt von Beginn an. Ich fand das nach vorne hin sehr intensiv, sehr dynamisch, aber wir haben auch wieder schlussendlich zählt das Ergebnis nicht gewonnen, ein Tor geschossen. Es ist nach wie vor auch bei 8 Torschüssen nicht viel los in unserer Offensive und ich glaube, das sind die größten Bauchschmerzen, die wir derzeit haben. Das war eine Offensive, ist das problematisch. Ja, und die Winterpause ist schon.
Kurze Frage, wie sind denn die restlichen Spiele von Union? Hat das einer auf dem Schirm? Wir spielen jetzt in Stuttgart. Wir haben Stuttgart und den Rest müssen wir uns einmal hier schnell durch. Ich glaube, Bochum ist dann nochmal zu Hause dran. Aber das können wir ja schnell machen. Warum? Glaubst du, dass man Spiele ohne Stürmer gestalten kann? Und weil wir haben das ja vor der Saison schon mal angesprochen, dass Union froh sein könnte, wenn sie da um den Platz, wo sie jetzt stehen, 11-12 sind. Wir hatten dann zwischendurch ja mal... Also am 14. Dezember spielst du zu Hause gegen Bochum. Ja, das ist wahrscheinlich dann hoffentlich so ein Türöffner und spielst dann nochmal zum Schluss auswärts am 21. Dezember in Bremen. Okay, also das Bochum-Spiel. Worauf ich hinaus wollte, ist, wenn ich mir die Tabelle angucke, hast du zum Relegationsplatz 6 Punkte. Das sind 2 Spiele, also tut mir leid, das ist jetzt nicht so. Nee. Und deswegen hatten wir das ja vor der Saison. Ja. Und ich glaube, mich haben auch einige angesprochen, wir sind doch wunderbar, wir haben doch jetzt 12 Punkte. Ja, aber wie gesagt, auf Dauer kannst du nur, und da kann man ja froh sein, dass die Defensive so top ist, muss man wirklich sagen, die Defensive ist einfach großartig. Aber die ist irgendwann auch nicht mehr großartig. Das hast du dann auch mal. Und so einen Lappen kriegst du dann mal richtig mit und dann verschiebt sich das dann auch mal. Und die Tendenz ist halt das Problem, ne? Wir kriegen es wirklich nicht besser hin als jetzt, gerade offensiv. Und jetzt in Stuttgart, da hängen die Trauben auch ganz, ganz weit oben. Ich vermute, dass dieses Spiel gegen Bochum hoffentlich so ein kleiner Öffner wieder wird, dass wir da auch mal ein paar Tore schießen. Aber das ist auch total schwer, gerade zu spielen gegen Bochum mit Dieter Hecking. Bochum kennt das alles und mal sehen, was die jetzt im Heimspiel machen. Und dann geht das schnell, ne? Dass du dann da unten drin hängst, die anderen gewinnen, du verlierst und dann fängt der Kopf an. Dann hast du ein paar Spiele nicht gewonnen oder einige. Ja, bin gespannt. Ja, also das ist eigentlich so unser Thema. Unruhe ist da nicht, aber es ist schon auch... Bei 5 nicht gewonnenen Ligaspielen plus Pokal dann 6 ist man dann schon, wird es auch dann noch ein bisschen nachdenklicher. Ich glaube, dass da intern Unruhe ist, weil ich glaube, die Fachleute, Horst Held, der ist jahrelang, die sehen das auch. Ja, deswegen, wir sind mit der Defensive hast du jetzt mal nicht ein Spiel gewonnen, da hast du vielleicht einen Punkt, wenn du 0-0 spielst. So, also ist ja richtig, was du sagst. So, das Problem ist die Offensive, das ist viel, viel zu wenig und übrigens nicht nur gegen Bayer Leverkusen, sondern insgesamt die Spiele davor auch gegen Mannschaften, die jetzt sagen wir auf Augenhöhe sind. Du hast jetzt 10 Tore geschossen. Na, wie du das gesagt hast, das war jetzt mal ein richtig gutes Spiel, aber halt nur 8 Torschüsse und nicht gewonnen. Punkt. Ja. Genau. Und standardmäßig auch nichts geholt. Ja, auch diese Trimmelfreistöße oder die Ecken, da ist jetzt kein... Es wäre schon schön, wenn du zum Ende der Hinrunde du brauchst 20 noch einen Punkte, dass du 4 Punkte oder ein Dreier, dass du 19 Punkte auch Punkte, in Ordnung sind. 15 so. Spiele, 19 Punkte. Wenn du jetzt noch ein Pünktchen machst, vielleicht ist das ein bisschen wenig. Nee, also ich hätte jetzt mal gesagt, bei dem Spielen, da sollten die 4 Punkte holen, aus meiner Sicht. Das wäre gut, da hast du 20, dann bist du sauber. War ja gerade mein Reden. Ja, weil ich glaube, dass auch Union, also korrigiert mich, aber theoretisch von der Anlage ist Union schon so, die können auch sehr zum Ärger der Heimmannschaft, die können auch in Stuttgart oder in Bremen, das sind glaube ich Mannschaften, wo Union einen sehr unangenehmen 1-0 auswärts. Also das ist ja, aber dafür musst du ein Tor schießen. Du kannst unangenehm kannst du 0-0 spielen, ja, okay. Ja. Aber wenn du kein Tor schießt. Ja, ist schon klar. Also unangenehm werden die immer spielen. Ja, das wird auch jetzt wieder in Stuttgart so sein. Ja, du musst nur. Und Stuttgart ist wir haben aber diese Phase, dass wir nach vorne entlasten und auch mal ein Tor schießen, vielleicht auch mal aus dem Nichts, ja, hat man jetzt auch lange nicht mehr, ist denn schon nochmal anders, als wenn du es weißt, dass du Probleme hast mit dem Tore schießen und alle anderen das auch wissen. Am Ende braucht ihr im Winter einen neuen Stürmer. Genau, das ist die Zusammenfassung. Horst Held und das Team dahinter, die Scouts, müssen halt zusehen, dass im Winter was verändert wird. So kannst du das ja nicht lassen. Die Frage ist es nur ein Stürmer, den du brauchst, oder brauchst du vielleicht aus dem Mittelfeld auch mal einen? Also deswegen hast du ja gesagt, was mit dem Defensiven, verstehe ich auch nicht. Dass da Khedira Kemlein ist, also das ist ja dann auch nicht so die Kreativsten auf der Fußballwelt oder Bühne, die es gibt. Und somit hängst du da vorne natürlich auch in der Luft, muss man auch absolut. Und rechts, links, Rote war jetzt gegen Leverkusen, war das auch alles ein bisschen zu schnell in vielen Szenen. Ja, er hatte also viele Situationen, wo es echt in der Handlung, er hat natürlich gegen den Flügelflitzer Frimpong gespielt, das ist natürlich nicht leicht zu spielen. Hat er echt massive Probleme gehabt, da hoffentlich sehr, sehr viel gelernt. Das ist dann so. Wir spielen ja auch mit 3 19-Jährigen, da ist Kemlein dabei, Rote dabei und auch, wer war es noch?
Mir fällt mir jetzt nicht ein, aber wir hatten eine recht junge Mannschaft auf dem Platz. Ja. Oder Spieler, die recht jung sind und daraus dann auch lernen müssen. Querfeld. Ja. Und dafür war das richtig gut. Aber wir brauchen jetzt halt auch wieder Punkte. Nur zusammengefasst, wenn du Spiele gewinnen willst, musst du ein Tor schießen. Und wenn er keine Tore schießt, hast du ein Problem. So läuft der Fuchs. Nur mal ein Pünktchen. Irgendwie jetzt in Stuttgart, selbst wenn du mal ein Pünktchen machst. Also solltest du gegen Bochum zu Hause eigentlich mal ein Dreier machen, damit du den Abstand nach hinten hältst. Da ist Ruhe drin. Aber wenn du jetzt nicht in den letzten Spielen, in irgendeinem Spiel ein Dreier machst, dann wird der Druck ja immer größer. Dann hast du, nur ganz kurz vorausgeguckt, dann hast du eine Winterpause und dann hast du in der Winterpause halt jetzt nicht in der Reihenfolge, aber Mainz, Pauli, Augsburg und Heidenheim, die ja im Moment auch nicht so gut sind, da hast du dann richtig Druck. Da kannst du dann ganz vieles wieder ausbügeln und aufräumen, so wie es jetzt zu Beginn der Saison war. Aber egal. Aber da sind wir ganz tief im Konjunktiv und sagen erstmal Unioner, Freitagabend in Stuttgart. Erstens besprechen wir es gleich nochmal ein bisschen tiefer und zweitens Stuttgart ist auch nicht das Stuttgart des vergangenen Jahres. Hertha BSC ist, mal gucken, was am Ende in dieser Saison, aber erstmal Herthaner der Woche. Sucht und findet, Axel. Ja, ich bin eigentlich, also eigentlich habe ich zwei. Na bitte. Also einer, der sich das die ganze Saison schon verdient und einer ist für mich Cuisance, der einfach... Ja. Also der geht voran, der kloppt rein, dann wurde jetzt ausgewechselt, dann ist der auch noch sauer. Das finde ich ja richtig gut. Toller Fußballer. Genau, richtig Qualität. Hatten viele gedacht, er hat einen Pfeil im Kopf irgendwie, weil Bayern München nicht so gut hat. Aber spielt gut Fußball. Aber der hat eine Entwicklung gemacht und toller Fußballer, muss man einfach sagen. Immer wieder, wie er anläuft. Und zusammen mit Massa eigentlich die kreativen Leute nach vorne. Und ich finde, der hat sich einfach mal verdient, auch Herthaner der Woche zu sein, weil er einfach... immer abliefert. Oder fast super. Immer. Ja, ich auch. Das stimmt. So. Und dann natürlich Rehse. Das ist einfach, ich meine, das können wir beide nur jetzt beurteilen, nicht böse gemeint, aber nein, wenn du so lange verletzt bist, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, in verschissenen Reha-Zentren rumhängst, wo du irgendwer, du willst loslegen, du bist wie ein Pferd und hängst laufend an der Leine und kannst nicht loslaufen. So. Und das ist bitter. So, sehr bitter. Und der hat sich so viel vorgenommen. Alle. Und deswegen... will ich den mit zum Herthaner der Woche machen, weil es freut mich einfach für den Jungen, dass er wieder dabei ist. Und ich glaube, es macht eben was, nicht was ich vorhin gesagt habe, oder nicht nur, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Gegner, sondern auch mit deiner eigenen Mannschaft. Wenn du da siehst, da ist einer dabei, da weißt du ganz genau, dem kannst du den Ball geben, der macht schon was raus, dann bewirkt das, glaube ich, auch was mit der Mannschaft. Und deswegen freue ich mich für den Jungen, weil da sind wir zu sehr Sportler, wo wir uns einfach freuen, wenn einer aus Verletzung wieder zurückkommt. Und wie gesagt, oder auf Holz klopfen, toi, 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 dass das auch hält. Christian ist schon wieder so gerührt, dass er mit dem Mikro über seinen Bart schrubbt, was ich nicht aus dem Podcast rausschreiben kann. Entschuldigung? Ja, nein. Das ist aber das hat so geschwellt gerade, ja. Das hast du so schön formuliert. Ja. Ja, das ist so, ne? Ist so. Agaste da 3-4 Monate im Reha-Zentrum rum und ein paar Tage auf dem Platz. Und nicht vergessen, wo kam es her? Ausflug nach Cottbus. Kann schon mal passieren, dass man da eine abkriegt, wasch. So seit Jahrzehnten so. Was ist das eigentlich die schlimmste Verletzung, die du einem Gegenspieler zugefügt hast? Das habe ich nie gemacht. Das ist nicht richtig. Ich habe keinen Verletzten. Nein, nicht mit Absicht, aber es ist im Zweikampf. Man kann doch so wie... Nee. Also der ein oder andere, mit dem ich heute noch Golf spiele, der hat sich beschwert über blaue Zehennägel dann auf der Ecke. Tut ja auch ein bisschen weh. Aber wir hatten natürlich noch richtige Stollen an unseren Schuhen. Ja, die dann du hast jetzt nicht gehabt, dass einer von deinen Gegnern mal ein Schienbeinbruch oder ein Kreuzbandriss, was man so hat. Also Kreuzbandriss kann ja auch einfach unglücklich sein. Nicht? Ja, nee. Ich habe so viele Spiele von dir gesehen. So was löscht man auch. So was löscht man dann auch. Das will man auch nicht mehr wissen. Ich würde es sagen, ja, aber... Naja, es gibt doch manchmal auch wirklich Geschichten, dass also man hart gegeneinander gespielt hat, aber das will ja nun wirklich keiner und dann bleibt es ja im Kopf normalerweise auch. Ja, das merkst du dir, wenn da wirklich von mehr dem, passiert. Wenn du einem wehgetan hast, dann meldet man sich doch auch bei dem. Und aber nur, wenn er verletzt ist, weil wehtun, das wollte man ja, das war ja mit Absicht. Also, so ein bisschen eine mitgeben war immer dabei, aber dass du jetzt jemand, das hast du ja nicht, ist ja Blödsinn. Nee, eben. Aber nee, kann ich mir wirklich nicht, weil das macht man ja dann auch, wenn dann irgendwas wirklich... entsteht daraus. Das kann ich mir aber überhaupt nicht erinnern. Ja, aber Fabian Rehse ist natürlich eine... Und dann auch Geburtstag an dem Tag, dann ist er noch an einem Torerfolg beteiligt. Das macht Laune. So. Ist auch ein Top-Typ. Ja, der ist authentisch. Und ich kann mich selber noch an so Verletzungen erinnern. Wenn du so... Dann gehst du in die Kabine und... Also ich bin wirklich... Also Neid gibt es bei mir nicht. So eigentlich. Aber beim Fußball, wenn die Jungs dann so rausgehen, du stehst da in vollen Sachen, bist verletzt. Ja, kannst nicht auf damit. Das ist letzte Zeit. Du kannst nicht mit rausgehen. Oder im Training irgendwie, du bist im Reha-Zentrum, musst da, wie gesagt, mit alten Leuten irgendwie da ein bisschen mitpumpen oder
Wow. Und dann, heute, guck mal, das ist ja am Ende bis heute so. Was fehlt uns denn eigentlich? 8 Uhr in der Kabine morgens bis 17 Uhr mit den Jungs, 2-mal am Tag trainieren, bis zum Mittag, erst Kaffeepause, Zigarette geraucht, und dann wieder zum Training. Das war auf einmal war es weg. Ja. Und das ist echt. Deswegen sind wir auch keine Leichtathleten. Bis heute drüber philosophieren, dass das nicht mehr da ist. Das ist scheiße. Und deswegen sind wir auch keine Leichtathleten geworden, weil ich könnte gar nicht alleine, immer nur alleine. Ich meine, kotzt mich heute an, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, muss ich alleine pumpen. Also das mache ich jetzt wegen meinem Körper, aber es macht mir nicht wirklich Spaß. Ja, genau so geht's mir auch. Wie du sagst, wenn du morgens zum Training kommst, und früher war es ja so, das machen die heute nicht mehr, früher war es ja dann so, dann bist du eine halbe Stunde vorher schon rausgegangen, Trainer hat immer geschimpft, das Lattenschießen macht euch auch richtig warm, weil einige hatten sich dann beim Lattenschießen mal ein Muskelfaserriss geholt oder Kreisspielen. Oh, Mann, da ging es ja auch um Kohle, das war so lustig. Und ich habe vorhin zu einem Kumpel gesagt, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht gearbeitet. So, und da zähle ich Fußball mit dazu, weil das ist für mich keine Arbeit. Das ist Fußball, ist natürlich ist das anstrengend körperlich, aber das hätte ich auch freiwillig gemacht, und zwar umsonst, ohne Geld. Du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, ne? Und demzufolge war ja auch keine Anstrengung da, außer wenn Ede jetzt mal eine merkwürdige Leichtathletik-Einheit gemacht hat, dann hast du natürlich auch keine Lust mehr gehabt, aber du bist jeden Tag zu dem Hobby gegangen und dafür hast du noch einen Haufen Kohle gekriegt. Genau. Auch später nachher. Auch, coole Idee, tut mir leid, coole das, was du machst, ist für mich auch keine Arbeit. Oder wenn ich als Reporter, wo ich als Reporter gearbeitet habe, ist für mich keine Arbeit. Arbeit ist für mich, und wie gesagt, habe ich vorhin mit einem Kumpel gerade gesprochen, ich fahre ja morgens jetzt immer AWOS, fahre ich ja rein, Zehlendorfer Kreuz wird ja gebaut. Da musst du anders fahren jetzt. Naja, ich fahre dann trotzdem da lang. Und der Mittelstreifen, da sind Leute, die hart arbeiten, Baggerfahrer. Oh ja, oder die Autobahn machen. Ja, wir im Dunkeln bei der Kälte. Ich nach Mecklenburg hochfahre dann auch hier. So bei Plau am See ist auch gerade so eine Baustelle. Ja, Samstag. Ja, aber das ist Arbeit. 10:30 Uhr. Das ist Arbeit. Oder ich weiß noch, vor 3 Jahren habe ich mit einem Kumpel zusammen Dachdecker bei meinen Eltern das Dach gemacht. Habe ich eine Woche geholfen. Habe ich gedacht, Mann, ich habe so einen Respekt vor euch, wie ihr das macht immer, weil jeden Morgen da auf dem Dach stehen und so eine harte Arbeit. Und das ist für mich Arbeit. Und deswegen, das ist genau, was du gesagt hast. Beim Fußball fehlt ja deine Kumpels in der Kabine spielen. Und deswegen kann ich mich da so reinversetzen bei einem wie Rehse, dass du dann immer traurig guckst. Na, die gehen jetzt schön raus, haben Spaß. Und ich muss jetzt hier in dem scheiß Reha-Zentrum rumreihen. Ultraschall oder Reha-Zentrum oder Fangopackung. Fangopackung ist dann auch schon wieder nah dran an keine Arbeit. Aber egal, wo wir gerade schwelgen. Ich glaube, Christian, das ist ein guter Übergang für die Kategorie heute bei dir. Unioner der Woche. Ja, wir haben Harry Nippert, leider verstorben, 90 Jahre alt geworden, ehemaliger Trainer bei Union Berlin. Auch Hansa hat er trainiert. Ja. Auch beim Nachwuchs. Legende bei Hansa Rostock, Harry Nippert. Und für mich ist das, habe ich das so gut in Erinnerung, weil der, ich habe es nochmal nachgelesen, 82 bis 83 Oberliga-Trainer war. Und das war so meine Zeit als kleiner People, wo ich dann erst die Nachwuchs-Oberliga geguckt habe auf der einen Seite. Und dann habe ich mich umgedreht und habe die DDR-Oberliga geguckt. Ne? Mit der Bocki unten am Stand und dem Bulettchen, so wie sich das gehört. War dann halt 4-5 Stunden immer da. Stadion an einer alten Försterei, habe das genossen. Und da war Harry Nipper zu dem Zeitpunkt nämlich Trainer. Und sehr prägende Unionzeit für mich. Und ja, war ganz schade. 90 Jahre, Hut ab, ja. Tolles Alter, ja, das zu erreichen. Ja, und leider verstorben. Alles Gute darum, genieße es. Und schau schön runter, was wir da treiben in der alten Försterei. Übrigens, was du gerade gesagt hast, Nachwuchsoberliga. War ja zu DDR-Zeiten, gab es ja die Oberliga, was jetzt hier Bundesliga ist. Und dann hast du halt als Vorspiel, gab es immer ein Vorspiel, Nachwuchsoberliga. Gleiches Spiel, dann Hansa Rostock gegen Karl Jena oder irgendwie sowas. So, und ich weiß noch, mein ersten Spiel habe ich auch Nachwuchsoberliga gemacht. Und man hat immer die Daumen gedrückt, hoffentlich spielen wir heute im Stadion. Genau. Weil es war, wenn das vielleicht so jetzt bei der Jahreszeit, hat man dann, ihr macht den Platz Schott kaputt, aber dann war irgendwie Nebenplatz oder sowas. Hoffentlich heute im Stadion, weil da waren Zuschauer da. Und ich verstehe bis heute nicht, warum man das nicht abgeschafft hat. Das würde ich sofort einführen, weil da würden doch alle Fans mit hinrennen. Da wäre doch richtig für die Jungs, wäre das eine Entwicklung unter Druck Fußballspiel. Das wäre ganz anders alles, verstehe ich nicht. Ja, verstehe ich auch nicht. War wirklich eine tolle Idee, was sie damals hatten. Ja, also, ja, hast du ab und zu mal auf den Schotter gespielt oder so, aber egal. Aber du hast immer vor dem, und du hast ja auch Kontakt zu den Männern gehabt. Es war auch ein Niveau. Es durften 3 Ältere mitspielen, also über 23, 3 Stück. So, und das war ein hartes Niveau. Das und geklippert. Ich verstehe es auch nicht. Dann machen die heute nichts gegen die U23. Aber ich meine, naja, vierte Regionalliga. Das ist was anderes, wenn du da so ein Vorspiel machen könntest. Ja. Na gut. Vielleicht haben sie ja zugehört. Und man bietet den Leuten im Stadion noch mehr. Wenn du da so ein Vorspiel machen könntest, das ist wirklich beängstigend, denn... Vorspiel. Siehst du? Vorspiel. Aber zurück zu dem, was uns wirklich beschäftigt. Die jeweilige erste Männermannschaft, in diesem Fall jetzt nochmal ganz kurz, Hertha BSC. Also...
jetzt einmal ganz kurz fußballtaktisch. Spielst in Köln, Mittwoch, 18 Uhr. Das ist ja nun der nächste Job. Wo wir ins Viertelfinale einziehen. Wie? Mit welcher Taktik? Achso, ich dachte, du wolltest jetzt schon Fürth fragen, weil auch, yeah, auswärts, in Fürth. Ja, ja, wolltest du nicht, Fürth, ist nee, lass mal. Fürth ist ja auch ein bisschen abhängig von Köln, würde ich sagen. Vom Kopf zumindest. Absolut. Und ja, in Köln hat man, das Spiel hier hat man ja gesehen, das ist ja eine unangenehme Mannschaft. Die sind körperlich extrem hart. Und wie ich vorhin gesagt habe, Magdeburg, sei doch mal mutig. So, du wirst körperlich mit denen nicht mithalten. Aber was wir fußballerisch, glaube ich, sagen, da können wir eine ganze Menge machen. Also sei mutig, versuch früh den Ball zu holen, versuch früh, Ballbesitz zu haben, um die Stimmung auch ein bisschen runterzudrücken gleich. Und also nochmal, nicht warten, dass was passiert. Und das hatte ich so in Magdeburg das Gefühl, ja, mal gucken, erstmal keinen Fehler machen und so. Nee, versuch doch mal mutig da ranzugehen und dem Gegner auch weh zu tun. Und dann, glaube ich, hast du alle Möglichkeiten. Und einen Ratschlag habe ich immer. Und das ist einfach, wenn es dir gelingt, da in Führung zu gehen, nicht zu sagen, oh, nach hinten und Daumen drücken, sondern weiter mutig sein. Weil man sieht eben, wenn wir mutig spielen, dann sieht das ordentlich aus. So, und Christian Fehl hat es ja vorhin richtig gesagt, wir hatten wieder Phasen, wo wir einfach nichts gemacht haben. Und er versteht das, also er will das ja anscheinend nicht, so, was ich auch verstehen kann. Und wir müssen eben dahin kommen, du kannst nicht die ganze Zeit Ballbesitz haben, aber zumindest die Phasen zu haben, wo du dominanter auftrittst. So, und wo du dann ja auch die ein oder andere Möglichkeit, die du hast, nutzt, um dem Gegner dann auch zu zeigen, hallo, wird schwer heute. Und die Unioner gucken auch DFB-Pokal, aber kurioserweise schon morgen, Dienstagabend um 18 Uhr. Achso, ist lustig für diejenigen, die uns im RBB-Fernsehen sehen. Das Spiel ist dann schon vorbei. Gut, tut mir leid, können wir jetzt nicht ändern. Guckten, also denkt es euch so. Stuttgart spielt in Regensburg. So müssen die natürlich gewinnen, werden die wahrscheinlich auch gewinnen. Wenn nicht, dann hat Stuttgart wirklich ein Problemchen. Stuttgart hatte schon ein paar Probleme. Letzte Woche auch sehr, sehr schwieriges Champions-League-Spiel, atmosphärisch und inhaltlich. Und jetzt dann in Bremen unentschieden geholt. Jetzt spielt ihr beim VfB am Freitagabend. Die haben immer einen guten Support zu Hause. Schön Stimmung. Trotzdem habe ich das Gefühl, ihr könntet die ärgern. Ja, ja, weil das sollten wir auch tun. Also Stuttgart hat hohe Belastung, ja. Wieder englische Woche und das sollte man eigentlich auch ausnutzen und dann genauso aggressiv da wirklich in das Spiel gehen mit dieser Intensität wie jetzt gegen Leverkusen. Mit wem spielst du vorne? Naja. Da gibt mir, nimm den Fest nicht so. Jordan fanden wir das letzte Mal gar nicht. Vier Spieler. Vier Spieler hast du zur Verfügung, da wird ein bisschen würfeln. Nein, also Benedikt Hollerbach auf jeden Fall. Aber der ist ja, also ob man da Siebertjö, Jordan spielen lässt, so Skarke oder Vertessen. Oh, das ist aber Hollerbach würde ich auf jeden Fall spielen lassen. Ja. Ja. Wahrscheinlich auch ein bisschen abhängig, wie das Spiel denn morgen läuft von Stuttgart. Was da defensiv dann nochmal angeboten wird, wenn man da nochmal sich die letzten Infos holt. Aber halt, du musst, wenn Gegner auch müde ist, darfst du dich auf gar keinen Fall hinten reinstellen, sondern du musst dieses intensive, dynamische Anlaufen, Stören des Gegners. Ich glaube, da haben wir eine gute Chance in Stuttgart, weil das denen nicht gefallen wird. Das können wir auch richtig gut. Das ist eine Stärke von uns. Das haben wir auch jetzt in den letzten Spielen ja auch gezeigt, dass das geht. Aber du brauchst halt vorne die Kiste. Du musst dann halt noch ein Stück zwingender, noch mehr Prozent da reinlegen. Und vielleicht hat man ein bisschen mehr Glück mal, wenn man sich das mit noch mehr Intensität erarbeiten kann. Also ich bin da jetzt nicht unoptimistisch, obwohl Stuttgart natürlich eine Top-Mannschaft ist, keine Frage, aber haben auch ein paar Probleme. Undav ist auch nicht dabei. Ja, da fehlt auch so eine Tormaschine bei denen. Und schauen wir mal. Also ich sehe das positiv dort zu gewinnen. Und wie eigentlich bei Hertha. Drauf, keine Angst. Spiel gewinnen wollen, Glauben behalten. Ja. Also wenn ihr ein Tor schießt, holt ihr einen Punkt. Wenn ihr zwei schießt, gewinnt ihr da. Weil genau wie du es gerade gesagt hast, nach hinten macht, muss man sich ja nicht groß die Sorgen machen. Nee. Kannst immer mal einen reinkriegen, so, aber normal ist das stabil und man hat es eben an Leverkusen gesehen, wie schwer es ist, gegen Union ein Tor zu schießen. Also die Tore, die sie dann gekriegt haben, die habt ihr euch selber reingehauen, muss man ja ganz klar sagen. Absolut. So, und deswegen ein Tor unentschieden, zwei Tore, ein Dreier. So einfach kann Fußball sein, sagt Axel Kruse, der jetzt gleich in seinen adventlich von oben bis unten erleuchtetes und geschmücktes Domizil. Bestimmt, so ein nach amerikanisch buntes Ding. Siehst du, das wollte ich euch noch erzählen. Hat er gesagt. Ich bin am Samstagabend
Ja. Bei mir in Mecklenburg zu einer Geburtstagsfeier nach Strelasund hochgefahren und über die Dörfer. Ich kann ja sagen, der Mecklenburger kann auch schmücken. Ja. Da waren Sachen dabei. Also da heißt alleine, was du kommst. Licht ausgemacht beim Bestwagen. Also die Dörfer waren komplett beleuchtet. Wahnsinn. Hättest du ja sehen müssen, der Mecklenburger, der schmückt doch nicht bunt. Wir allein so eine Beleidigung, dass ich bunt schmücken würde. Alles bei. Nein. Die ganze Klaviatur aus einem Supermarkt oder Baumarkt. Bei mir ist sehr dezent der Balkon vorne, der ist immer schön hell erleuchtet, aber natürlich weiß. Warm weiß natürlich. Ja, ja. Und innen drin schön, also einfach traumhaft schön. Vielleicht kriegen wir hier auch einen kleinen Adventstisch so, kann das möglich sein? Bei guter Führung ist alles möglich. Weißt du, wie schön das ist, wenn ich so, gestern habe ich ja wieder American Football Sonntag, ist ja klar. Ja, ja. Gerade gestern Steelers gegen Cleveland Browns, gegen Cincinnati Bengals. Geiles Spiel übrigens gewesen. So, und dann lag ich auf meiner Couch, habe geguckt, schön geschmückt und habe gedacht, mein Schatz, das hast du schön gemacht. Ein glücklicher Axel Kruse. Ein glücklicher, genau. Ich bin gerührt. Besser als geschüttelt. Ich wollte euch noch sagen, falls ihr Mecklenburger seid oder anderweitig in Gewässernähe wohnt oder gerne angelt, winters oder sommers oder wie auch immer, unser Angel-Podcast, den es noch ein Jahr länger gibt als das Hauptstadtderby, Angebissen, ja? Mit Frieda Rüssler und Erik Mickern. Neue Folge seit Freitag draußen. Lohnt sich immer. Und das wollte ich mal mit Blick auf die Feiertage fallen lassen. Da gibt es sicherlich auch den einen oder anderen kulinarischen Tipp. Du könntest da mal nachfragen, würde mich mal interessieren. Guck mal, 59,49. Wolltest du noch was sagen? Beim Angeln war doch nur so ein Theater zwischen Ost und West. Das war doch so ein Riesentheater. Die Angelvereine, großes Theater. Machen wir nächstes Mal. Die Angelhistorie nächstes Mal mit dem Mann mit dem lockeren Wurfgelenk. Axel Kruse, für heute vielen Dank für alle verbalen großen und kleinen Fische, die an Land gezogen wurden. Christian Weg, schöne Woche. Ja, aber herzlichen Dank, ebenso. Nächste Woche wird es für uns richtig gut, weil, wenn wir das alles so angetütet kriegen, Montag Podcast, vielleicht ein bisschen kürzer, nächste Woche Dienstag, sind wir dann im kleinen Stadttheater, wie das heißt. Ich kann mir den Namen nie merken, was wirklich lächerlich ist. In Köpenick. Eisernen rot-weißen Salon. Und dazu später mehr. Ist jetzt bestimmt schon ausverkauft. Es sind ganz wenig Plätze. Aber wir freuen uns drauf. So, habt eine schöne Woche. Jetzt kommt die Schlussmusik. Nicht vergessen, alle Spiele von Hertha und Union im Pokal und in der Liga könnt ihr auf inforadio.de hören. Tschüss.